Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Scum. Jane immer noch auf der Suche nach, ja, irgendwas brauchbar. Also bis jetzt kam Hackbeil rum, hatten wir in der letzten Folge. Über Faden würde ich mich nochmal freuen, aber wir finden hier bestimmt noch ein paar mehr Dinge, über die wir uns freuen könnten. Aber natürlich müssen wir dich erstmal finden. Ist jetzt wie angekündigt direkt im Anschluss an der letzten Folge. Entsprechend sind die Gebäude, die wir gelootet haben, sind noch gelootet. Wir haben die Amos auch immer noch nicht ausprobiert. Hi! Müssten wir vielleicht tatsächlich mal machen. Hammer? Nichts Spannendes. Aber dafür macht es mehr Sinn. Wenn ich das hier nicht im Nachkampf, wenn ich nicht im Nahkampf bin gerade. Was haben wir denn da? Rucksack. Einfach mal mit. Ich weiß noch, wie sehr ich mich über den ersten Rucksack gefreut habe. Ich glaube, das war auf so einem Sportplatz neben der Polizei. Das war geil. Da liegt schon wieder irgendwas. Eine neue Machete. Okay. Will ich ausprobieren. Jetzt säbeln wir mal mit der Machete durch. Also, was Nahkampfwaffe angeht, bin ich jetzt schon wieder zufrieden. Wir haben ja ordentlich was gefunden. Das ist schon geil. Hackbeil und jetzt noch die Machete. Kann ich mit leben. Oh, da waren wir noch nicht drin. Ja, machen wir einfach mal gemütlich weiter. Ich habe ja jetzt so ein paar Mal jetzt nebenbei mal mit erwähnt, dass mit dem Umzug einem drum und dran, dass gerade alles mal ein bisschen holprig war, weshalb es schon immer ein bisschen kritisch war mit den Aufnahmen und sonst was. Jetzt gerade bin ich, wie gesagt, das erste Mal wieder so richtig in einer gemütlichen Aufnahmesession und muss jetzt auch nochmal erwähnen, das habe ich die ganze Zeit vergessen, nochmal zu sagen. Ich bin, also wir sind die letzten Wochen so mit den Subdates überhaupt nicht näher gekommen. Ich schaffe es, hab's mir geschafft, mit den Aufnahmen ein bisschen hübsch Bildchen zurechtbasteln. Dafür hat immer die Zeit ein bisschen gefehlt, deswegen ist wahrscheinlich aufgefallen. Aber aufgrund der Statistiken, die ich sehe, scheint es ja wohl nicht so gestört zu haben. Die Subnets fehlten zwischendurch immer mal für ein paar Tage. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt auch langsam wieder normal funktioniert, weil sieht halt schon irgendwie kacke aus, wenn man die ganzen Videos da hochlädt. Und als Thumbnail dabei ist. Ich meine, was das denn für ein Fursch? So. Oh, ein Schraubendreher. Nice. Okay, das macht mich glücklich. Schraubendreher ist super. Das ist die Polizei. Ach, nehmen wir die jetzt schon direkt auseinander? Sagen wir, gucken uns erstmal noch weiter um. Nice. Okay. Das Schöne ist, ich kann die Armbrust also anscheinend die Laden wegpacken. Cool. Armbrust rockt. Apropos Armbrust. Eigentlich Night of the Dead Miss würde ich auch gerne mal wieder spielen. Aber ich bin mir gerade schon wieder nicht sicher. Ich habe jetzt überall so Gegner, die so, schon so eher so in Richtung Zombies gehen. Ob man da nicht vielleicht mal ein bisschen muss, dass ich mal vielleicht mal Abwechslung reinkriege. Weil das sind hier quasi Zombies. Wow! Nice!
Direkt wieder nachladen, bitte. Das sind Zombies, Seven Days to Die sind Zombies, Night of the Dead wären Zombies. So, irgendwie. Ich war auch schon seit langem mal überlegen, ob ich jetzt die Infected mal anspiele, aber jetzt habe ich wieder gesehen, beim großen Bärtigen, der hat das jetzt auch erst wieder gestartet, deswegen lasse ich das jetzt für meinen Teil erstmal außen vor. Nicht, dass die Leute mal so denken, ich mache alles nach, das ist so. Das ist immer auch das, was ich befürchte, wenn ich überhaupt mal spiele, aber wir spielen halt sehr viele ähnliche Spiele, das ist immer so eine kleine Gefahr. Wollte das nur einmal kurz erwähnen. Ich will mein Holster. Ich kenne die auch in den Holster, ne? So. Schönes Gespräch. Entsprechend werde ich Infected jetzt auch noch mal ein bisschen auf die lange Bank schieben. Ich hatte auch echt Bock mal drauf, das zu spielen. Habe ich bis jetzt auch noch nie getan. Aber ich habe schon einen. Ich habe tatsächlich schon einen Plan. Was ich als nächstes spielen werde. Ich weiß halt nur noch nicht, ob das jetzt, wie schnell das geht, weil ich nicht ganz sicher bin, wie lange diese Staffel hier mit Scum laufen wird. Beziehungsweise bei Seven Days bin ich gefühlt, sind wir ja am Endspurt, haben wir unser Staffelziel jetzt, ich will jetzt nicht sagen bald erreicht, aber wir sind auf einem guten Wege, will ich mal behaupten. Oder ob ich das vielleicht sogar noch als drittes Spiel laufen lasse. Aber da muss ich mal gucken, ob das mit der Zeit wieder... Oh, Kasse. Mit Geld. Jo. Ah. Geld ist was Tolles. So. Und zwar, weiß gar nicht, ob ich das mit sagen soll. Weiß immer nicht, so wegen... böses Internet, aber... Ich habe seit langem auf der Liste Mist Survival. Ich habe das vor Jahren mal tatsächlich gesehen, wie der werte Gregor Onk das mal angespielt hatte. Ach, das ist jetzt schon Jahre her. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Spiel auch noch weiterentwickelt wurde oder nicht. Aber das werde ich mir die Tage mal angucken. Ich habe es mir jetzt mittlerweile auch gekauft. Das war ja irgendwie nicht allzu teuer. Zwangsjacke! Jo, nehme ich. Kann ich die anziehen und mich danach nicht mehr bewegen? Game over. Nee, klappt noch. Schade. Boah, wo ist sie jetzt? Da. Okay. Das wäre jetzt interessante Möglichkeit des Selbstmordes gewesen, wenn ich mir jetzt eine Zwangsjacke anziehe und mich danach aber nicht mehr bewegen kann. Das wäre dann wieder genau mein Humor. Auf 14 finden wir hier auch schon wieder gut, das ist schön. Oh, Kassen! Killers, Stofffetzen. Geld! Geld, 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 Geld. Ja, also ich kriege immer noch mehr das Bedürfnis, nochmal beim Händler vorbeizuschauen. Wir haben mittlerweile schon wieder so viele Sachen da, die wir verkaufen könnten. Da ist zum Beispiel auch sehr viel bei aus unserem Waffengedöns, weil irgendwie, ich spiele jetzt nicht so mit diesen ganzen Schusswaffen und dem ganzen Rumgeballer. Dann auch bei Seven Days to Die, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Vergleich, aber ich mag Nahkampfwaffen eigentlich immer recht gerne, weil Munition raushauen in so einer Situation, wie wir uns hier befinden, fühlt sich nach Verschwendung an. Ach komm, die Machete muss auch mal ausgetestet werden. Komm mal her. Zack, zack und tot. Oh, doch nicht. Jetzt aber. Einmal durchsuchen. Und ich muss sagen, ich würde es natürlich ein bisschen feiern, wenn wir uns nochmal ein Schwert holen. Schwert ist natürlich noch eine Nummer geiler. Aber hier, Schokolade. Ja, komm. Gönn dir. Schön Kalorien reinballern. Ist aber gerade in der jetzigen Situation hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Schießpulver. Oh, eine volle Packung. Nehme ich. Und noch einen Rucksack? Gut. Kriegen wir mit?
Das ist jetzt auch eher so ein, weil man es kann und nicht, weil man es braucht. Oh, das geht nicht. Ich kann keinen gefüllten Rucksack in meinen Rucksack packen. Ach, das war das Problem. Ja, so viel zu, ich krieg's mit, ne? Habe ich wieder irgendwas angezogen? Hier, Zwangsjacke, weg damit. Die ziehen wir wieder an hier. Ich würde das wirklich gern alles mitnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass Rucksäcke eigentlich ganz gut Geld geben. Oh, was haben wir hier noch? Ist das ein Brot? Eine Kokosnuss. Nicht schlecht. Haben wir ihn einfach geparkt, ne? Eigentlich schon mal Luftabwurf? Ja, tatsächlich, da. Luftabwurf ist jetzt wieder die Sache. Ach, da vorne ist er sogar. Oh, er ist so nah. Und doch so fern. Ja, gehen wir den jetzt looten? Ja. Ich pack jetzt mal Rucksäcke in Tools mit rein. Richtig, schon wieder unser Ordnungssystem in den Haufen geschmissen, aber so haben wir Platz. Haben wir das? Haben wir noch die Polizeistation? Ja, komm, fahren wir einmal kurz zum Luftabwurf rüber. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch eine dritte Folge auch noch hinten dran hängen. Auf jeden Fall würde ich gerne die Polizeistation nochmal looten. So. Ich habe jetzt natürlich auf der anderen Seite auch das Problem, ich weiß jetzt gar nicht, wann der runtergekommen ist. Ist ja richtig vor der Haustür. Ist ja geil. Ich erinnere mich noch daran, wo ich sagte, ich muss vorsichtig fahren. Was mache ich? Querfeldein, damit die Straße zu lang ist. Ups. Oh. Problem ist, ich müsste hier jetzt wahrscheinlich eher öffnen, erzwingen spielen. 8 Minuten. Ach du Schande. Richtig witzig. Oh. Das heißt, ich hätte 2,5 Minuten, um den ganzen Kram hier rauszuholen. Ja. Es dürfte passen mit der Zeit zum Schneiden. Ich werde uns das mal ein bisschen beschleunigen. Mit einem kleinen Blick auf die Zeit dann natürlich immer. Ei, das kann ja witzig werden. Oh, ich würde aber sagen, ich klinke mich kurz aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, das wird mir langsam doch ein bisschen zu knapp. Ich würde mal sagen, wir looten jetzt erstmal die, die wir aufgemacht haben. Die sind nicht so groß. Sehr schön. Ach du Heilige. Kein Platz mehr. Moment. Moment. Oh. Oh, Scheiße. Die Milch darf ich nicht schlecht werden lassen hier. Ja, was zur Hölle? Ich glaube, wir werden nie wieder Hunger leiden. Oh. Das wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Ich krieg hier nichts mehr rein, oder? Ich glaube, ich hab verkackt. Mal ein bisschen Platz noch. Eine Minute. Gott. Oh Gott. Oh. Nee, den letzten können wir nicht aufmachen. Das können wir sowas von vergessen. Aber ja, hier, den können wir noch mitnehmen. Hoffe ich. Will. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg! Oh. Kiste habe ich auch beide dabei. Scheiße! Okay. Ich würde mal sagen, Mission erfolgreich. Oh mein Gott, das war ja. Ei. Ach komm, wir fahren noch mal ins Dorf zurück. Auf jeden Fall, ich wollte da ja weitermachen. Ich liebe es, ich liebe es. Fangen wir mal hier. So, zack. Und jetzt machen wir doch mal ein bisschen Ordnung hier. Also. Irgendwie habe ich ja hier einen möglichen Kram. Gucken wir mal. Oh. Waffenkleidung. Die habe ich vollgemüllt mit Kleidung. Was aber kein großes Problem ist. Okay. Hier noch den Rucksack. Oh. Ei.
Ich weiß, ich bin gerade noch ein bisschen, ich hatte gerade irgendwie noch sogar ein bisschen Angst, ich geb's zu. Da war ein bisschen Pipi in der Hose. Und mir ist irgendwann ganz klar aufgefallen, ich habe so eine hässliche Maske aufgesetzt. Ich würde ja gerne schon ein bisschen mehr von uns sehen. So, du kommst ins Auto. So, dann haben wir noch irgendwie Medizinzeug, ne? Das wiederum packe ich in unseren Schulranzen, wenn ich mich recht erinnere. Das Blöde ist natürlich, unseren Schulranzen haben wir für gewöhnlich gar nicht dabei. Muss mal gucken, wo ist der überhaupt? Bei Tools? Machen wir da nämlich nochmal ein bisschen rein. Und sind überfüllt. Dann packe ich das da trotzdem mal mit rein. So, ich hatte glaube ich doch noch viel mehr. Ach, hier ist noch Kleidungszeug. Packen wir hier oben hin. So, eigentlich reicht es ja, wenn wir kurz ein bisschen Ordnung wieder hinkriegen. Also du bist jetzt der Kleidungsrucksack, du kommst wieder hier rein. Oh, warte mal. Lass ihn doch einfach nochmal da. Ich habe ja hier noch die Sachen reingerotzt. Schön, haben wir geklärt. Rein da. Also ich glaube, ich muss echt mal eine Menge von den Waffen verkaufen. So, das heißt, wir nehmen jetzt unseren Rucksack wieder schön. Und hier ist noch so viel Waffenzeug. Oh, eine Desert Eagle. Warum nicht? Da stelle ich mir auch recht schlüssig vor, mit dem Ding hier rumzuballern, aber letztendlich sind wir wieder bei. Und das. Meine Armbrust macht den Job eigentlich auch ganz gut. Obwohl ich sie noch nicht so viel benutzt habe, aber. Oh, ein bisschen. Auch nochmal Kleidungszeug bei. Hier ist nochmal ein Visier, das kann da rein. Ich will jetzt hier nicht alles so komplett wegräumen. Es geht erstmal nur darum, dass wir wieder ein bisschen Platz haben in unseren Rucksäcken, damit wir hier weitermachen können. Dann können wir gleich nochmal essen und trinken. Ach, lass uns mal Kokosnuss gönnen. Stoffwechsel? Ja. Was haben wir eigentlich an Essen jetzt alles bekommen? Was war denn das? Ein Thunfischsalat? Wow. Cheeseburger? Rindereintopf. Ich muss sagen, das finde ich gut. Oh, ja, gut, jetzt habe ich was von Kokosnuss verschwendet, egal. Oh. Magen ist recht voll, ich geb's zu, aber ist auch eigentlich nur halb so schlimm, da ich eh noch mal kurz einen Moment hier stehe. So, was haben wir hier? Verstärktes Schloss. Ist das wohl wert ist? Was? Nein. Du sollst da noch rein und nicht das Auto abschließen. Okay. Oh. So. Nägel, Bolzen behalte ich, weil ich stapeln. Klebeband finde ich gut. So viel Milch. Müssen wir den. Also, ich weiß nicht. Ist. Eigentlich, man geht ja raus zum Looten, damit man halt gut über die Runden kommt. Weil wir sind ja so zugeschmissen worden vom Spiel. Mit Nahrung.
wir hier eigentlich. Oh. Ich glaube, nicht wieder zur Tür raus müssen. Muss man mal ganz simpel sagen. Oh, du kommst immer hier nach ganz unten. Oh. Dann packe ich meine Schraubendreher in die Tools rein. Beziehungsweise das Einbrecherwerkzeug habe ich ja hier noch. Aber eigentlich können wir das auch ganz entspannt bei den Tools mit reinsetzen, ne? Weil es sind ja quasi Tools und ich habe das Ding ja auch immer dabei. Sparen wir uns hier ein paar Slots. Sonst sowas an Tools gab es jetzt nicht, ne? Rucksack ist leer. So, das mit dem Rucksack ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ist wieder einfach reingerotzt von mir. Ist schon. Wir müssen eigentlich zu Hause nochmal ein paar Kisten machen. Ich brauche eine Nahrungsmittelkiste. Beziehungsweise, könnt ihr mir das einmal sagen? Hat die Nahrung hier. Also ja, die kann verderben, aber ist das irgendwie tatsächlich durch Zeit bedingt oder eher andere Dinge vom Zustand beim Looten her abhängig, wie auch immer. Ich hab Durst, aber mein Magen ist auch so voll. Das ist jetzt ein bisschen doof. So. Die Polizei. Ja, lass uns mal jetzt die Polizei zum Abschluss machen. Ganz einfach aus dem Grund, da räumen wir die jetzt einmal innen auf. Ich schnapp mir mal mein Brecheisen, beziehungsweise meine beiden Brecheisen. Dann räumen wir jetzt in der Polizei einmal auf. Und ich werde zwischen den Folgen die ganzen Schränke einmal aufknacken. Und dann mit euch zusammen den Loot dann da rausholen. Naja, falls es welchen gibt, sagen wir mal so. Wir haben ja doch recht häufig das Gefühl, also Problem, dass wir mal diesen Aufbrecherschränken, die nicht reinkochen, die nicht in so einem Airdrop drin sind, findet dafür gewöhnlich eh nichts drin. Also ist nur persönliches Gefühl. Oh, Munition, ne? Nehme ich mit. Armschutz, nehme ich auch mal mit. Hi! Schön. Wir nähern uns den 300 Ruhm auch. Da gab es ja vor längerem mal die Info, dass das Spiel ab dem Moment schwerer wird. Bin ich mal gespannt drauf. Weil bis jetzt ist das ja so. Ich gehe hier ganz entspannt meiner Weg. Eine Batterie. Schick, schick. Und noch mal ein paar mehr. Und dann könnten wir hier in Zukunft uns vielleicht noch mal ein anderes Fahrzeug besorgen. Entweder um es mit auf dem Hof zu stellen. Na gut, das können wir auch nur machen, wenn es nicht zu weit weg ist. Oder vielleicht zu verkaufen. Also hier die Schränke ist dann die, die ich jetzt, so 4 Stück, die würde ich dann aufbrechen zwischen den Folgen. Ich brauche Schraubendreher und keine Dietriche. Ich habe echt viele Dietriche vor. Ich bin sogar. Nur so, ich bin am Überlegen. Unsere ganzen verbesserten Dietriche, die wir haben davon ja doch ein paar, dass ich die tatsächlich verkaufe. Weil die waren ja relativ teuer im Kauf. Der hat, glaube ich, über 1000 gekostet. Ich hatte das ja ganz am Anfang mal ausprobiert. Und für 6 Aufladungen, wir haben so viele Haarklammern. Wenn ich damit ordentlich Geld machen kann, würde ich, glaube ich, lieber ordentlich Geld machen, als die Dinger hier weiter mit mir rumzuschleppen. Weil ich komme eh nicht an genug Schraubendreher ran. Gut, jetzt ist die Sache, mir natürlich Schraubendreher selber machen könnte. Ein Schloss, sehr schön. Rucksack. Ah, nehmen wir erstmal mit. Den werden wir wahrscheinlich aber wieder rausschmeißen. Ach, hier sind ja nochmal zwei. Okay.
Ich war schon bei 6 Stück, tatsächlich. Ich bin sehr durstig. Ja, ich hab ja auch was zu trinken dabei. Dein Magen lässt das noch nicht unbedingt zu. Oh, auch das können wir ja machen, nachdem wir hier die Gegner weg haben. Weil dann kann ich den Magen ja ruhig nochmal überfüllen. Nochmal zwei. Eieiei, okay. Hier sind einige. Jetzt nehme ich doch schon wieder Seife mit. Ich habe auch die Zombies gehört. Da war ich ein kleines bisschen zu langsam. Ich blute ein bisschen. Das so, sich einmal von so einem Zombie treffen zu lassen, wenn man sonst seinen Gesundheitszustand gut im Griff hat, ist, glaube ich, überflüssig, dass ich mir da jetzt Sorgen mache. Ich könnte die Sachen auch noch. Ja, ich könnte es wahrscheinlich auch noch halbwegs gut verbinden hier mit all den Sachen. Aber ich sag jetzt mal so, das tut, glaube ich, nicht Not. Motorradjacke. Mir vorstellen, dass die Klamotten auch gut Geld geben. Oh. So, hier eine Plastikschere. Lass mal. Lass mal stecken. Die hatte ich jetzt durchsucht, ne? Ja. Hier waren zwei Schränke. Unten waren sechs. Das heißt, wir sind schon bei acht. Acht Aufladungen. Ich hab sieben. Ja, das ist ungünstig. Ich finde auch, wir können uns bald mal ein anständiges Outfit zusammenbasteln. Nur mal ganz so nebenbei. Oh. Hi! Oh, die Machete ist schon geil. Oh, Nagel, den kann ich draufpacken. Müssen wir mal sein. Jetzt mal hier in die Hand. Oh, wir gehen da schon mal zu den ersten Schränken runter. Hier noch eine Milch dabei. Ich habe die Milch ausgepackt. Ich würde aber lieber eine Milch trinken, statt als irgendwas anderes. Ja, gut. Planänderung mal wieder. Mal zwei Schränke aus. Packe ich da. Ich nehme mir eine Milch mit, die ich dann da oben erstmal vollkommen in mich reinkippe. Und dann werde ich aufbrechen. Mal gucken, ob das gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gesund ist, wenn ich das Ganze mache. Ich nehme jetzt auch nochmal den Schraubendreher mit. Weil wir haben ja acht Schränke und ich habe nur sieben Aufladungen. Tools. Mir mal meinen Schraubendreher. Danke. Oh, wir laufen nochmal hin. Sie ist dehydriert. Ja, nee, ist klar. Und dann machen wir in der nächsten Folge einfach diese Ortschaft weiter. Und danach machen wir nochmal ein bisschen Bauen zu Hause. Und dann würde ich vielleicht sagen, wenn wir gut was geschafft haben, treiben wir uns mal wieder in die große, weite Welt hinaus. Wo war denn hier die Toilette? Ich glaube, ich könnte mal wieder. Dö-dö-dö-dö-dö. Ich weiß natürlich, dass das nicht not tut, aber es fühlt sich einfach richtig an. So. Ah. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr auch gespannt seid, was wir in den Schränken finden, also ich vermute ehrlich gesagt nichts, aber lasst uns mal überraschen.
Schaltet das nächste Mal gerne wieder mit dazu. Ich freue mich auf euch und bis dann. Ciao.